Wie wird aus Silizium ein Solarmodul? Wir haben ja einzelne Produktionssteps und ich möchte heute gerne mal kurz auf die einzelnen Steps eingehen und kurz einen Meilenstein für euch definieren. Der erste Schritt ist die Produktion des Siliziums. Silizium wird maßgeblich aus Sand produziert, ist ein sehr häufig vorkommender Rohstoff auf der Welt, sodass wir noch viele, viele Module produzieren können. Der nächste Step, aus dem Silizium werden sogenannte Ingots gegossen. Das kann man sich vorstellen wie lange Torpedotuben, entweder rund, teilweise gibt es auch Verfahren, wo sie eckig gepresst werden. Und aus diesen Ingots wird im nächsten Produktionsschritt die sogenannten Wafer geschnitten. Ja, wir werden in ganz dünnen Scheiben geschnitten für die verschiedenen Modulen in verschiedenen Dicken. Hier gibt es aber auch Branchenstandards, wie dick diese Wafer sind. Nach dem Wafer wird die Leiterbahn in der sogenannten Zellproduktion aufgebracht bzw. noch weitere Schichten, Leitschichten und so weiter in der Zelle integriert. Nach der Zellproduktion fügt die Modulproduktion die einzelnen Zellen zu einem Zellstring bzw. einem ganzen Modul zusammen, dass wir ein Laminat bekommen und dann wird das Modul gerahmt, Dose aufgebracht, geprüft und dann versandbereit gemacht für unsere Kunden auf der ganzen Welt.